Und weiter geht's, ihr Lieben, hier im Range Simulator, Alden. Und wir müssen wieder ein bisschen Gas geben, denn beim letzten Mal habe ich vergessen zu speichern. Das ist wichtig, immer schön hier am Zelt speichern, damit man dann auch, ja, nicht alles wieder von vorne machen muss. So. Alter. Synchronhühnern. Und mit den Hühnern geht es tatsächlich auch wieder los. Ich hatte ja Hühner und hatte die mit Schwierigkeiten und Ach und Krach hier reingestopft. Und ja, als ich dann wieder kam, also mich wieder eingeloggt habe, waren die auf einmal kaputt. Also tot. Also nicht mehr unter den aktiveren ihrer Art. Also, ja. Also habe ich die Luke aufgemacht, habe die aufgehoben und flüpp, haben sie sich quasi in ein paar leckere, saftige Bräuler verwandelt. Und die konnte ich dann gerade schön verkaufen. Und was habe ich noch verkauft? Ich habe verkauft, tja, diese ganzen Bretter, die ich von unserer schicken Bude nicht mehr benötigt habe. Das waren ja gar nicht so viele. Und hier, das ist die Bude halt jetzt von innen. Ja, hochmodern, würde ich sagen. Extrem geil. Sieht so ein bisschen aus. Ich würde fast sagen, sieht ein bisschen aus wie so ein, wie so eine Streamerbude. Durchaus Ähnlichkeiten. Howdy. Alter. Also super, super liebevoll eingerichtete Butze. Ich hoffe nicht, dass wir da irgendwas noch mitmachen müssen. Oder, ja. Ich glaube, das ist einfach nur... auch die Antenne da oben so geil schräg drauf. Ich glaube, das ist einfach nur, damit man irgendwie eine Ranch hat. Für mehr ist das nicht. Ja, aber wie ich jetzt hier das hinkriege, dass ich hier das Essen sozusagen da reinfülle, habe ich noch keine Ahnung. Was ich gemerkt habe, ist, dass man das erstmal bauen muss. Das hatte ich beim letzten Mal noch gar nicht gebaut. Das heißt, hier ist so eine Futterstation, die hätte ich noch bauen müssen. Und ich habe hier mit dem Eimer und dem Wasser sozusagen, konnte ich hier auch noch Wasser nachfüllen. Aber Food konnte ich halt noch nicht nachfüllen. Und ich weiß nicht, ich habe im Shop schon mal geguckt, so eine Schaufel oder sowas gibt es auch nicht. Vielleicht muss ich mir nochmal einen anderen Eimer holen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt im Shop, nachdem ich alles verkauft habe und mir drei neue Hühner jetzt gegönnt habe, habe ich nochmal Getreide geholt, Körner. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, wenn man ins Baumenü geht, flip, hat man hier ja nochmal größere Bereiche. Und in den größeren Bereichen, guck mal da, Alter. Mittlerer Premium Hühnerstall Deluxe, Alter. Na. Empfohlen für die Haltung von maximal 20 Chicken. Ein automatisches Fütterungssystem für große Behälter steht zum Bau bereit. Affengeil. Das wäre eine Möglichkeit. Oder... das hier ist der große Hühnerstall. Sieht auch schon ganz schick aus. Auch für 20 hängen. Und da ist so eine Schublade im Stall. Leichter Zugang für die Eier. Auch nicht verkehrt. Wobei mir, wenn, also wenn, dann gehen wir hier auf 750. Ballern hier den edelsten rein. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie der denn dann steht. Der steht so, ne? Nebenan die Chicken oder da unten drunter. Und da kann man hier mit rein. Das Ding, das bauen wir jetzt. Wir haben 1200 Gelds. 1200 Dollar. Das Ding kostet 750. Entfernen zuerst den Rasen. Dein Ernst? Den Rasen entfernen? Und Hindernisse. Okay. Entfernt zuerst den Rasen, sagt er mir, Alter. Das sind die Hindernisse. Tja, das ist ganz praktisch. Man kann die Bretter halt sägen und auch verkaufen. Wobei halt ein Brett bringt ein
ein Dollar, das ist jetzt dann nicht so der Burner. Und aus einem Baumstamm kommen drei Bretter. Ich weiß nicht, ob das so der absolute Oberkracher ist. Wir müssen tatsächlich hier immer alles wegmähen und den Rasen überall wegmähen, wenn man hier irgendwie was bauen will. Das ist echt der Hammer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so wild. Von der Fläche her passt das eigentlich, ja. Ja, wie gesagt, also Kohle machen. Was habe ich noch gemacht? Und das werden wir demnächst aber auch nochmal schön im Detail machen. Ich habe ein bisschen was on the road mitgenommen. Das heißt, da war ein Reh und man hat ja einen Ballermann. Und mit dem Ballermann, Alden, konnte man natürlich erstmal schön auf das Reh schießen. Pöff! Und ja, geil. Da hat man da drei Klumpen Fleisch rausbekommen. Und die drei Klumpen Fleisch, die waren auch recht ergiebig. So kohlemäßig gar nicht so schlecht. Das Schwierige ist dann bloß immer, dass man das ganze Geraffel halt irgendwie einladen muss. So, ich hoffe, das reicht jetzt hier. Und da ist dieses, das Einladen. Da ist noch was, da ist noch Grünzeug. Ich wette, ich muss halt wegmachen. Ach, come on. Premium-Hühnerstall. Es ist tatsächlich noch Rasen. Na, komm schon hier. So, wenden in 11 Zügen. Eppa. Ist aber ein bisschen schwerfällig, die Maschinka hier, ne? So, aber nu. Kein Rasen mehr da. Hühnerstall. Deluxe. Premium, Alter. Ha! Geil, Alter. Und das habe ich beim letzten Mal eben übersehen. Da hatte ich diesen kleinen Käfig hier gebaut. So. Und da war auch hier an der Seite noch so eine Baustelle. Und ich habe mir gedacht, ja, pff, keine Ahnung, habe ich nicht verbraucht, die Fläche. Aber nee, hier muss man dann tatsächlich hin. Siehst du, Futtertrog. Okay, mehr rumscrollen kann ich nicht. Das heißt, das ist das Einzige. Zack. Und nun haben wir das hier. Perfekt. Können wir jetzt hier rein? Alter, mega. Mega gut. Ich muss sie bloß jetzt irgendwie da reinballern. Und gucken, dass sie ja schön unten drin bleiben. Alter, bei der Anzahl hier, da hau ich noch einen Hahn mit rein. Nee, 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 nix, nix, nix. Zumachen hier. Zu. Perfekt. So, jetzt natürlich die große Frage. Wie kann ich denn jetzt hier... Wie kann ich denn jetzt hier die Hühner füttern? Warte, ich nehme das mal hoch. Auf den Boden auskippen. Was ein Blödsinn. Gedrückt halten zum Platzieren. Loslassen. Ha. Und das da hinten auch. E gedrückt halten. Mit Wasser zu füllen, mit Futter zu füllen. Okay. Es füllt sich komplett. Und wenn ich jetzt hier das Wasserding nehme. Bisschen tricky. Aber es sieht einigermaßen gefüllt aus. So. Jetzt stellen wir das mal hier ab. Das kann ich doch bestimmt auch nochmal umstellen. Jawohl. Dann kommen wir, drehen wir das nochmal so richtig hin. So. Und platziert. Jawohl. Mega gut. Was ich jetzt natürlich nicht habe, so eine Schublade für die Eier. Das fand ich gar nicht so schlecht. Vielleicht muss ich das nochmal im Vergleich machen. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen... Ich muss irgendwie noch Kohle machen. Also das dauert halt jetzt. Ne? Jetzt haben wir hier den Korb. Den lassen wir auch schon mal hier so irgendwo stehen. An der Seite. Oder hier. Jawohl. So. Zack. Da können die Hühner es dann schön... Ne? Da werden dann die Eier reingelegt. Tja, das hier ist halt ein bisschen räudig. Und im Idealfall würde ich sagen, mache ich jetzt entweder nochmal Holz. Oder wir gehen jagen.
Also, ich würde sagen, wir gehen jagen. Alles in allem haben wir jetzt gerade $300 oder sowas. Sieht man das irgendwo? Da haben wir es. Ach, fast 400. Es ist aber jetzt auch schon fast ein bisschen dunkel. Das heißt, ich mache mir jetzt gleich mal auf Socken. Gehen schön erstmal ein bisschen jagen. Gucken wir mal auf die Map. Hier sind wir. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier zentral, mitten rein. Das sieht auch hier so aus, als ob man einfach irgendwo in den Wald hier fahren kann. Ab geht es. Auf die Jagd. Und schön jetzt Augen offen halten. Okay, nochmal. Öppa. Schön die Augen offen halten. wir wollen ja jetzt hier irgendwie was sehen. Hirsche und sowas alles. Rehe, wie auch immer. Und... ja, die große Frage ist, sieht man die überhaupt so von der Uhrzeit her? Ist das jetzt schon die Zeit, wo die jetzt hier rumrennen? Ja, und soll halt nicht auch noch was Gefährliches geben? Gibt das Bären oder so? Ich bin ja echt gespannt. Da! Guck mal hier. Public Hunting. Hunting Season. Da, rennt schon rum. Hunting Season. Ruhig, Brauner. Ich habe nicht nachgeladen. Alter Anfängerfehler. Wo ist der Elch, Alter? Ist halt nichts zu sehen. Okay, so wird das nix. Ich meine, ein Reh haben wir ja schon mal gesehen oder ein Hirsch oder was das war. Da, doppelt. Doch. Da hinten springt er weg. Machen. Fail. Alter, das ist doch nicht, das ist... Alter. Da musste ich das jetzt komplett alles nochmal neu machen. Ist es denn wahr, Alter? Es ist ja nicht auszudenken. Ja, Wolski. So, jetzt aber schnell, ey. Bevor es dunkel wird, brettern wir jetzt hier nochmal in die Hunting Area. Und noch ist es hell. Und dann probieren wir es doch nochmal aus hier mit dem Jagen. Guck mal, das ist doch hier. Richtiger Feldweg nochmal hier mitten rein. Hui! Perfekt eingeparkt. Okay, wo war noch stehen geblieben? Beim Jagen. Und Reload erstmal wieder. Uff. Ab in die Karre. Und ab dafür. Okay, jetzt aber. Reh! Zack, erledigt. Zack, auseinandergenommen. Perfekt, da haben wir den ersten. Den ersten Rehbock. Oder was auch immer es ist. Keine Ahnung. So, jetzt wird es natürlich wieder tricky. Wir müssen die komischen Bröckchen hier, die müssen wir fein säuberlich
hier reinsortieren. Na, da hinten rennt wieder was. Habe ich getroffen. Habe ich safe getroffen. Gleich nochmal gucken, ob ich dem hinterher rennen muss. Zack. Also diese Animation. Krass. Oh, und was ein Geweih, ey. Was ein schöner, den hänge ich mir an die Wand. Oder auch nicht. So. Und das letzte Stückchen auch noch drauf. Das ist echt gar nicht so einfach, die hier gekonnt aneinander zu klatschen. Dass das auch, dass da auch so viel wie möglich reinpasst. Reh, 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 reh. Jawoll, Alter. Das Aim. Mega. Roffelnden Bär, nicht dein fucking Ernst. Da ist noch einer. Der eine ist am Zaun. Headshot. Nicht dein Ernst, Alter. Und ich wollte schon sagen, wart mal ab, hier gibt's bestimmt noch Bären. Krass. Und die haben einfach nur brockenweise Fleisch hier rumliegen. Alter, ich muss hier mit der Karre fahren. Kannst du nicht ausdenken. Ich dachte, da ist jetzt noch Fell drin oder sowas. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach, hier ganz unten. Guck mal da, ey. Da lungern hier zwei dicke, fette Bären an. Da ist noch einer in dem Gelände, Alter. Warte mal ab, der greift mich gleich an. Der greift mich wirklich an. Der kommt gar nicht durch. Easy. Ha, komm ich gleich dran. Perfekt. Alter, Fleisch satt. So, da sind wir auch schon. Perfekt. So, fahren wir mal so ran hier. Und jetzt wird das wild. Jetzt wird verkauft, ey. Jetzt wird das wirklich wild. Jetzt müssen wir die Bröckchen hier nehmen. Und das ganze Fleisch einfach hier wieder in den Laden reinschmeißen. Also ohne Scheiß, das Kauf- und Verkaufsdingens in dem Game ist mal von einem ganz anderen... Ganz anderes Level. Anderer Planet, würde ich sogar sagen. Nicht, dass sie gleich Feierabend macht hier. Die ist nur an ihrem Handy zugange, ne? So, und hier sehen wir jetzt beim Verkaufen 13 Mal für 35 Orken Fleisch. Alles verkaufen, 455 Cash. Jawohl. Wenn du überlegst, unsere Ranch, die wir gerade besitzen, hat gekostet in der Basisausstattung 600. Das heißt, wir haben jetzt hier schon fast die nächste Ranch zusammen, Alter. Kohlemäßig. Was auch immer das bringt. Reh! Hirsch! Hier geblieben! Perfekt, Alter. Ich muss, glaube ich, bald Muni kaufen. Und ohne Scheiß, Leute, das war genau das letzte Stückchen. Die Karre ist schon wieder voll. Der Fleischtransport lübt. Und schon wieder da. Zack. Und Fleisch ausladen. Und das letzte Stückchen Fleisch auch mit hier reinschmeißen. Und Zahltag. Was haben wir? 11 Stückchen Fleisch, 300 noch was. Verkaufen. Geil, Alter. Das heißt, wir haben jetzt wieder über 1200 Ocken. Was wir uns auf jeden Fall erstmal holen müssen, ist ein bisschen neue Munition. Tiere, Werkzeuge und Co. Hier, Kugeln.
in den Warenkorb gelegt. Wir holen uns noch ein paar mehr Hühner. Erstmal brauchen wir jetzt einen Hahn. Katsching. Und dann holen wir uns auch noch mal ein paar Hennen. Zwei davon und zwei davon. Ich hoffe, ich kriege die alle rein. Boah, Alter, da ist er, der Gockel. Dass wir hier ein bisschen ein konstantes Einkommen haben. Das ist ja perfekt. Da kamen die Hühner schon hier angelaufen. So, da haben wir sie alle. Fehlte mir noch was? Nee, Munition habe ich. 97 Schuss. Yeah. Das reicht. Ab geht it. Achtung, ihr Hühner, festhalten! Alter, nicht dein Ernst! Nichts passiert! Alter! So! Perfekt! Dann mal schnell rein mit den Hühnern! Alle schön reinschmeißen! Nix hier geblieben! Und den Gockel auch noch hinterher! Nix. Tür zu. Ah. So. Ja, wir bauen einfach mal das nächste, ne? Mal gucken, was wir noch so bauen können. Tierproduktionsmäßig. Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann wie immer bis zum nächsten Mal. Haut rein.